Er hat's gemacht. Und wer das gemacht hat, darf das auch wieder kaputt machen. Keine Tortenschaufel, das ist echt ein bisschen blöd. Und da hat noch jemand Hunger. Weiß nicht, wie ich das hier rüber machen soll. Warte mal, halt mal das Messer kurz so. Pauli hat auch Hunger. Probieren wir es hier mit. Mit einem Tortenheber geht das bestimmt. Sieht das nicht lecker schmackofatzki aus? Irgendwie schon, ne? Börner. Perli, willst du auch mal gucken? Die kratzt an mir. Das ist ja auch von den Eiern der glücklichsten Hühner. Perli, willst du hoch? Deshalb wird es dann so gut. Genau, wir waren nämlich im Nachbardorf und die Frau XY, die verkauft nämlich immer Eier von ihrer eigenen Hühner. Und da haben wir uns einen Karton mal geholt. Ja. Und da hat Gina das jetzt hier gebastelt. Du darfst als erstes kosten. Ich teste mal, ja. Das sieht echt krass aus. Ja. Jetzt gucke ich mal hier. Oder was ist gucke? Perfekt. Ja. Bist du immer noch da? Ja, das ist leckers. Auch ein Sahneschlecken. Ja, Finn. Ist ja laktosefrei. So. Ja, wir lassen uns das jetzt schmecken. Was esst ihr so? Ein Stück geht noch. Sie wird nie alt werden, die Rolle. Sie soll auch nicht alt werden. Ist ja mit Sahne. Kannst du ruhig umschmeißen. Na. Also das ist Pfirsich. Ja. Mit Schlagsahne. Das hier ist alles Schlagsahne. Hier draußen ist Schlagsahne, so ein Kristallzucker da dran. Erkennt man das da? Ja, da ist schon ein bisschen Zucker dran. Ganz lecker. Ja, wie du schon gesagt hast, laktosefrei. Schlagsahne. Ja, lecker. Aber er sagt, das Ding wird nie alt. So, das kannst du liegen lassen und das da drauf. Also, das liegen lassen und das drauf. Ich würde gerne komplett essen. Nee. Ich freue mich ja, wenn es dir schmeckt. Ein Stück esse ich noch und dann ist aber auch gut. Dann den Rest machen wir im Kühlschrank. Genau, und dann haben wir morgen nochmal ein Stückchen. Oder mit Abend, oder? Yummy. Sehr gut geworden, Leute, sehr gut. Das Rezept findet ihr online irgendwo. Müsst ihr mal gucken. Einfach eine Biskuitrolle backen und dann kann man die ja füllen, wie man möchte. Ja, genau. Genau. Willst du auch ein Stück? Schmeckt lecker. Dann eben nicht, hab ich mehr. Oh, jetzt habe ich drei. Drei? Drei hast du gepackt, ja. Drei habe ich gepackt. Und jetzt guck da mal, wie sich unser Monster hier freut. Ach da, guck mal, das ist da ein bisschen. Das Schoko macht man hier mal weg. Börli darf immer bei uns Teller ablecken. Ja, hier darf Finn ausnahmsweise auch mal, weil da ist ja kein Salz oder so drin. Ja. Und, da brauch, und ja, die verträgt das auch, Leute. Wir haben das, die frisst alles. Also Börli frisst alles. Da braucht man sich auch keine Gedanken machen. Oh, da ist ja Zucker drin, das verträgt die. Ja, bei Milchprodukten ist ja bei Hunden und ich glaube auch bei Katzen, vertragen die nicht so gut, weil da eben Laktose drin ist. Und wenn du denen laktosefreie Sachen gibst, dann... Und das ist ja bei Menschen ähnlich. Viele Menschen vertragen auch keine Laktose. Finn ist mit Kuhmilch großgezogen worden. Ja.
weil dem seine Mutter ja nicht gesorgt hat. Der hat einfach laktosefreie Vollprozent Milch genommen und hat den. Und den Teller, den kann man dann direkt wieder zu den anderen stellen, der ist sauber. Hörli, nein, das hier ist doch noch. Nicht. Hier, guck mal, hier ist noch. Hast du nicht richtig geschleckert? Wir wollen den Teller wieder im Schrank räumen. Nein, machen wir nicht. Fein, ne? War lecker? Wenn du da jetzt so ein Stück runterlegen würdest, das ist weg. Ey, innerhalb von Sekunden. Ja. Sieht der Schlag nicht. So, jetzt ist aber fertig, Pölli. Jetzt ist fertig. Ja. Ist auch fertig? Sauber Teller. Ja. Besser hätte ich es nicht hingekriegt. Ist auch fertig. Ja. Also wer es nachmachen will, macht es einfach nach. Lasst dann Daumen da, ne? Genau, wenn ich Lust habe, mache ich das vielleicht auch nochmal als Video. Aber heute habe ich keine Lust. Nee, heute hat man keine Lust. Wir sind ja im Urlaub.